So, das hier ist der zweite Teil von meinem anderen Video. Ich habe hier einmal ja gesagt, ich habe gekauft einmal eine Kollektion, wo Jan versucht hat, den ganzen Pokédex abzubilden mit möglichst Holos, Reverse Holos und dann Standard oder Oldschool oder Vintage, wie man es nennen möchte. Wir haben die ersten paar Generationen schon abgearbeitet, dann sonst gerne das andere Video anschauen und machen hier weiter. Was? Hier ist nichts drin? Ah doch, okay, er hat irgendwie das ausgelassen. Keine Ahnung, wonach das hier genau sortiert ist, aber wir starten einfach so und gucken mal. Hier dürfte jetzt ja nicht mehr so viel Vintage drin sein. Wir sind ja jetzt einfach schon in einer deutlich neueren Generation. Wir sind 2017, das sind aber auch immerhin schon 7 Jahre, wenn man so drüber nachdenkt. Also ein bisschen Oldschool vielleicht. 7 Jahre ist ja schon ein bisschen. Aber es ist halt deutlich was anderes als der erste Binder, wo wir wirklich in den sehr alten Sachen unterwegs waren. So, es scheint alles recht komplett zu sein. Ja, solide. Klar, und hier kann man natürlich auch viel mehr Holos reinknüppeln. Einfach weil es auch viel mehr Variationen bei den neuen Sachen gibt, was so Altarts und sowas angeht. So und sowas hier, es wäre einfach mit Ratzfatz nicht passiert früher. Muss man einfach dazu sagen. So. Jetzt sind wir doch eigentlich schon. Oder? Warte mal. Welche Gen sind wir denn jetzt? Jetzt ist doch schon die letzte, ne? Hier sind noch so viele Karten drin, das verstehe ich gerade nicht so ganz, was da noch kommen soll. Aber wir schauen mal. Oh, sehr cool. Einer meiner Lieblings-Shinies aus der Gen. Zerlauch zu laut ist auch cool. Hier fehlt auch ein bisschen was tatsächlich. Oh, hier nochmal. So, aber jetzt ist doch hier eigentlich dann Ende schon. Oder habe ich gerade irgendeine Gen vergessen? Ach so, okay. Gut, der hat dann hier noch dann die ganzen vom DLC mit drin. Die alternativen Formen, okay. Alles klar. Cool. Und dann, ja, stimmt, die Gen gibt es ja noch im Dschungel. Ganz verdrängt. Klar, wir sind ja schon deutlich weiter. So, Felori auf jeden Fall. Wäre cool. Und dann die ganzen anderen als Shiny. Die waren aber, glaube ich, relativ einfach zu kriegen. Die gab es in so einer Box, ne? Oh, das ist aber sehr süß. Pamo. In rosa zwischen den ganzen anderen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr süßes Artwork. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber gefällt mir auf jeden Fall. Und da ich nicht unbedingt auf Wert sammle, sondern einfach, dass es mir gefällt, ist das auf jeden Fall cool zu sehen hier drin. Tandegra. Oh, jawohl. Den wollte ich selber auch ziehen, aber haben wir auch irgendwann mal tatsächlich Delfinato in Shiny. Und das ist richtig, richtig nice Ding. So, dann haben wir hier Shiny Schlicktree, Wicklet, auch beides ganz coole Artworks. Screamtail, Greatusk in Altart, cool, Flatterhaar. Ja, das ist eine ganz solide Ausbeute, würde ich behaupten. Frospino, hier auch nochmal. Oh, wow, nice. Und auf der letzten Seite, dann haben wir noch die beiden Kollegen hier. Gut, und das war es dann tatsächlich auch schon an der Stelle.